Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó will im Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro den Druck auf den Staatschef erhöhen. Vor tausenden Anhängern in Caracas kündigt der selbsternannte Übergangspräsident eine Rundreise durchs Land an. Zu deren Abschluss soll es einen Marsch auf die Hauptstadt geben. Zwischenzeitlich hindern Sicherheitskräfte Demonstranten daran, an der Kundgebung teilzunehmen. Parallel zum Protest der Opposition trommelt auch Maduro seine Anhänger zusammen zu einer Demonstration gegen den Imperialismus. Maduro zufolge verhinderte eine neue Cyberattacke die Wiederherstellung der zusammengebrochenen Stromversorgung. Ein massiver Stromausfall hatte das Land zuletzt weiter ins Chaos gestürzt. Die Ursache ist bislang unklar. Maduro macht die USA verantwortlich. Venezuela befindet sich seit längerem in der Krise. Die Opposition macht Maduro für die andauernde Rezession verantwortlich. Viele Menschen sind verarmt. Es gibt Engpässe bei der Grundversorgung. Guaidó will Maduro aus dem Amt drängen und Neuwahlen organisieren.